Warum meldet sich dein Gegenüber momentan nicht bei dir? Was ist los bei ihm oder bei ihr? Wir schauen uns das an mit dem Golden Tarot von Nacette Black. Und ja, ich darf dich ganz herzlich begrüßen. Schön, dass du da bist, dass du eingeschaltet hast bei einem neuen Video von mir für dich. Und wir starten gleich mal los. Ich möchte von der lichten geistigen Welt erstmal wissen, um wen es sich heute handelt. Wer sich hier zeigen mag, wer hier mit uns in Kontakt treten möchte. So, wer ist unser Gegenüber? Da kommen die zwei der Stäbe. Schaut so aus, als wenn es jemand wäre, der sich mit Entscheidungen schwer tut. Also jemand, der immer wieder vor und zurück geht, der einfach nicht so recht weiß, was er will und wo er hin will, mit dir oder im Leben generell. Schauen wir mal noch ein bisschen näher hin. Was ist das für eine Person? Wer ist das? Da kommt das Ass der Schwerter. Die Königin der Münzen. Und der Ritter der Stäbe. Also was ich hierzu immer reinkriege, ist, er ist ein Mensch, der sehr viel zerdenkt. Ja, der sehr viel Klarheit braucht darüber, ob die Frau, mit der er es hier zu tun hat, tatsächlich diejenige welche ist, mit der er weitergehen möchte, mit der er etwas Festes haben möchte, mit der er in eine feste mit der er sich vorstellen kann, in eine feste Partnerschaft zu gehen. Das Interessante dabei ist aber, dass er schon auch eine starke sexuelle Komponente braucht. Ja? Also für ihn ist es wichtig, dass sich eine Frau für ihn auch sehr anziehend anfühlt. Ne? Also eine Frau braucht für ihn auch die richtige Anziehung. Es muss beide stimmen. Sowohl diese stabile Komponente, die die Königin der Münzen mitbringt, ja, die ja eine sehr auf Wachstum orientierte Frau ist, die gut für Familie sorgen kann, die gut etwas aufbauen kann, die aber auf der anderen Seite hier auch, also nicht so ein Heimchen am Herd ist, sondern die auch, ja, die sexy ist, die ihm einfach auch gefällt, die ihn auch, ja, sexuell antörnt. Ja? Was ist das noch für ein Mensch? Da haben wir die 5 der Münzen. Dann haben wir den Pagen der Münzen. Und wir haben den Hängenden. Also ich vermute mal, dass er sich momentan in einer Situation befindet, wo es finanziell nicht so fließt, wie er sich das vorstellt. Ja? Kann gut sein, dass er hier in einer Situation ist, die am Stagnieren ist, wo nichts mehr reinkommt. Vielleicht hat er seinen Job verloren, vielleicht ist er selbstständig und hat momentan Projekte, die nicht laufen. Aber finanziell scheint es bei ihm momentan schwierig zu sein. Ne? Das ist etwas, was ihn sehr lähmt, kriege ich da rein, lähmt und handlungsunfähig macht auch bis zum gewissen Grad. Vielleicht ist das auch schon ein Teil der Fragebeantwortung, ne? Weil das ist für manche Männer tatsächlich ein Problem. Also sie lernen eine Frau kennen, die sich hier vielleicht durchaus als Königin der Münzen, als eine Königin, als eine Frau präsentiert, mit der man tatsächlich ja, was anfangen kann in partnerschaftlicher Hinsicht. Und dann ist er selber aber gerade in einer Mangelsituation. Das passt natürlich gar nicht für ihn. Ne? Sag mir noch mehr zu ihm.
Da kommt die Sonne. Der Eremit. Und die drei der Münzen. Na, der ist momentan wirklich gerade in einer Situation, in der er sich einfach ganz viele Gedanken darüber macht, wie er wieder in den Erfolg kommt. Also ich glaube schon, dass er das Zeug zum Erfolg hat. Ne? Er schaut ja da rein. Ich glaube, dass es hier darum geht, wie er dort wieder hinkommt. Und es ist scheinbar auch damit verbunden, eine Lernaufgabe für ihn. Vielleicht auch in Bezug auf dich. Ne? Ich muss da noch ein bisschen tiefer reingehen. Aber das scheint mir hier doch ein sehr, sehr großes Thema bei ihm zu sein. Sag mir mal noch ein bisschen mehr dazu. Erstmal auf die Sonne noch. Da kommen die vier der Schwerter. Der König der Schwerter. Und die zwei der Kelche. Ja, der stellt momentan ein weiteres Treffen mit dir zurück, weil er sich erst mal mit sich selbst beschäftigt und überlegt, wie er hier wieder in seine Kraft kommt, in seine finanzielle Kraft kommt, in seinen beruflichen Erfolg vielleicht auch kommt. Ja? Das hängt ja meistens auch miteinander zusammen. Ja? Oder oft. Nicht immer, aber oft. Auf den Eremit bitte noch. Aber die 10 der Stäbe. Die 3 der Stäbe. Und der Herrscher. Also der ist krampfhaft am Überlegen und am Werkeln, wie er seine Belastung hier loswerden kann. Wie er in der Zukunft hier wieder zum Herrscher wird, wie er wieder in seine Kraft kommt. Na? Dazu schaut er sich auch wirklich alles genau an, weil der Eremit ist ja eine Karte, wo es immer tatsächlich um eine intensive Auseinandersetzung mit sich selbst geht. Was hat mich in diese Situation gebracht? Was hat es mit mir zu tun? Wo kommt es her? Ja? Aber die Lernaufgabe interessiert mich ja noch. Diese 3 der Münzen. Was ist in dem Zusammenhang, was ist hier seine Lernaufgabe? Warum bekommt er denn das Ganze her? Da kommt das Gericht. Das Rad des Schicksals. Und der Magier. Ja, er darf hier scheinbar die Erfahrung machen, dass man wieder aufstehen kann. Er darf hier die Erfahrung des Misserfolgs machen, damit er tatsächlich seine kompletten Fähigkeiten zum Einsatz bringt. Das Universum versucht sozusagen ganz bewusst durch so eine schicksalhafte Begebenheit, die ihm hier wahrscheinlich geschickt worden ist vom Universum, dass etwas mal nicht mehr so läuft. Vielleicht ist er sehr erfolgsverwöhnt gewesen und bekommt jetzt gerade mal eine Situation, die ihn ja hier in die Stagnation, ins Vorübergehende ausbringt, damit er wirklich all seine Fähigkeiten, die vielleicht bisher bei ihm auch noch geschlummert haben, zum Einsatz bringt. Das ist ja das, wenn wir etwas immer wieder jeden Tag gleich machen, dann verwenden wir ja auch nur bestimmte Gehirnareale. Ja? Wenn wir aber immer wieder herausgefordert werden vom Universum mit neuen Situationen, mit neuen Menschen, mit neuen Begebenheiten, mit neuen Schwierigkeiten auch, für die wir neue Lösungen suchen dürfen, dann müssen wir unser ganzes Repertoire anwenden. Und hier scheint es darum zu gehen, dass er ja in die Position des Magiers kommt. Die Position des Magiers ist jemand, der erkennt, dass er eigentlich alles in sich trägt, um jede Situation zu parieren. Also bisher alles Aussagen dazu, dass es nicht um dich geht. Na, also nicht, dass er dich nicht will, sondern dass der Rückzug oder dieses sich nicht melden bei dir momentan nicht wirklich etwas mit dir zu tun hat, sondern vielmehr mit ihm, dass er hier wirklich bis oben hin beschäftigt ist, sich aus einer Situation wieder herauszuwursteln, die ihm einen starken Mangel verursacht hat. Ja?
Das ist momentan seine Situation. Wir fragen jetzt trotzdem nochmal, warum meldet er sich bei dir momentan nicht? Weil er könnte ja trotzdem sich rühren und zumindest sagen, du pass auf, bei mir ist momentan viel los, ich habe einen Haufen Zeug zu managen, warte mal noch ein bisschen, ich melde mich dann wieder bei dir. Ne? Warum kommt so gar nichts? Warum meldet er sich nicht bei dir? Da kommen die 9 der Stäbe. Die 9 der Kelche. Und die 4 der Münzen. Also zum einen will er nicht, dass du siehst, dass er so angeschlagen ist. Ne? Das will er nicht. Das wollen die meisten Männer nicht. Oder auch kommen auch Menschen. Ja? Auch Frauen gibt es, die das nicht wollen, dass man mitkriegt, dass es ihnen nicht gut geht. Dass er momentan auch erstmal schauen muss, dass er für seine eigenen, dass er sich um seine eigenen Bedürfnisse kümmert. Er sagt hier aber auch ganz klar, ich möchte schon gern festhalten. Ne? Ich möchte schon gern festhalten, aber aktiv geht es momentan nicht. Das heißt, wenn du mit diesem Menschen momentan jetzt es zu tun hast, ja, und eben vor der Entscheidung stehst, was soll ich machen? Da fragen wir jetzt mal das Universum, was es dir rät? Was sagen die da oben? Was raten sie dir? Da kommt der König der Kelche, die Königin der Stäbe und die 5 der Schwerter. Also es kann jetzt in der Tat zwei sehr, können sehr gegensätzliche Aussagen jetzt. Es kann jetzt heißen, wenn dieser Mann wirklich dein König der Kelche ist, das heißt, wenn du den wirklich unbedingt haben willst, dann heißt es, dann stell deine eigenen Bedürfnisse jetzt mal zurück nach Kontakt, ja, kämpf hier nicht, bleib einfach bei dir und warte ab. Es kann aber auch heißen, dass hier noch ein anderer kommt, dass hier noch ein König der Kelche erst kommt. Na, dass du dafür nichts tun musst, dass du auch dafür einfach, du brauchst im Prinzip jetzt erstmal gar nichts machen. Weder in der Situation, dass du sagst, ich will ihn unbedingt haben, noch wenn es darum geht, dass hier ein Neuer auf dich zukommt. Wahrscheinlich kommt der Neue sowieso. Na? Und vielleicht stehst du dann auch vor einer Entscheidungssituation. Auch das kann passieren. Ist übrigens interessant, weil er ja momentan zum Thema Entscheidungen nicht vorwärts kommt, ja? Kann dir gut passieren, dass du demnächst in so eine Entscheidungssituation kommst, mit anderem Inhalt, ne? Nämlich indem du dich für den richtigen Mann entscheiden musst und du dann in eine ähnliche Situation kommst. Nämlich, dass du dir schwer tust, was nehme ich jetzt? Also er hat sich hier eher als König der Schwerter gezeigt. Das wäre ja auch nochmal eine ganz andere Energie als der König der Kelche. Ne? Ich glaube eher, dass es hier darum geht, dass das Universum dir sagt, lass hier mal los, lass den hier mal machen. Vielleicht kommt er ja in gewandelter Form zurück, dann als König der Kelche. Oder aber hier kommt ein Neuer auf dich zu. Ne? Es kann beides sein. Auf jeden Fall brauchst du nichts tun. Du kümmerst dich nur um dich selbst. Die Königin der Stäbe, die weiß genau, was sie will. Die kümmert sich um sich selbst. Und wenn sie das Gefühl hat, dass ihr so eine Situation nicht gut tut, weil der hier bei aller Anerkennung seiner Situation sich trotzdem nicht wie ein Erwachsener verhält und sagt, du pass auf, momentan, es geht gerade nicht, ich habe beide Ohren voll zu tun, ich melde mich wieder, sondern dich einfach im Regen stehen lässt, dann ist das auch immer eine Situation, die eine Königin der Stäbe ganz schwer aushalten kann. Ja? Das heißt, da wird sie sehr, sehr schnell weiterziehen und sich einen anderen suchen. Ja? Also da musst du jetzt einfach für dich gucken, in welcher Energie du dich da wiederfindest und was da für dich das Passende ist. Aber bei ihm scheint es hier, wenn du hier in Resonanz gehst, tatsächlich drum zu gehen, dass er ja, sein Leben erstmal wieder stabilisieren muss. Und ich möchte
da vielleicht noch eins hinzufügen. Die Königin der Kelche ist ja jetzt hier nicht gefallen. Königinnen der Kelche, ich sage es immer wieder, würden hier eventuell den Fehler begehen und versuchen, diesem Mann zu helfen. Na? Ganz fatal, bitte, bitte nicht. Na? Also wenn du jetzt hier Königin der Kelche bist und sagst, mein Gott, nach dem, was ich jetzt alles weiß, der Mann ist ja völlig landunter und dem muss ich helfen, dem muss doch geholfen werden, tu es nicht. Denn wenn er sich jetzt schon nicht meldet, um dir mitzuteilen, was bei ihm los ist, dann wird es ein weiterer Schlag gegen seinen Selbstwert sein, wenn du als Frau kommst und ihm dann helfen willst und ihn zum kleinen Jungen machst, dem Mama jetzt helfen muss. Bitte nicht falsch verstehen, ne? Aber das ist genau die Energie, in die so manche Königin der Kelche geht, weil sie in der vollen Liebe ist, weil sie helfen möchte, weil sie jedem helfen möchte und weil sie ja denkt, aber der muss doch das anerkennen, dass ich ihm ja nur Gutes will. So sehen es viele Männer leider nicht. Die sehen das nicht so, sondern die sehen eher, die nimmt mich als klein und hilfsbedürftig wahr und Mama muss mir jetzt beispringen. Der kann seine Sachen selber regeln und es geht genau darum, dass er das erkennt. Ne? Der soll in die Magier-Energie reinkommen. Pfusch ihm da nicht rein. Das ist seine Lernaufgabe, hier reinzukommen. Er hat die Kraft, er kommt da auch rein. Früher oder später ist er da drin. Na, das ist das Ziel dieser Übung. Dafür kann er dich jetzt momentan leider nicht brauchen. Und deswegen bitte ich dich, hier nicht reinzupfuschen, sondern ihm sein, also ich habe immer diesen Satz, jedem, der über 18 ist, dem darfst du sein eigenes Schicksal zumuten. Ja? Also der kann das selber, der kommt da selber wieder raus. Na? Leb dein Leben, genieße es und ja, wenn du denn einen anderen kennenlernen solltest, dann muss er auch damit leben. Ja, dann ist es leider auch sein Schicksal gewesen. Ja, ihr Lieben, kurz und knapp, ich wünsche euch alles Liebe, einen schönen Tag noch oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video anschaut und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.